Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen zurück zum Epoche 4 Treffen in 30K Muckern, was ich leider im ersten Teil versehentlich Epoche 3 Treffen genannt habe und ein bisschen falsche Hoffnung geweckt habe. Wir werden jetzt mal hier so ein bisschen das Arrangement abgehen. Wir hatten gerade den Schattenbahnhof, hier haben wir den Bahnhof Adleben. Naja, hier irgendwie Pause ist, ich weiß gar nicht, ob da hier, ich das am Aufbautag gedreht habe. Es ist auch schon mittlerweile ein bisschen her. Ich habe ja, ist ja viel passiert. Ich war im Miniaturwunderland, ich hatte das größte Epoche 2 Treffen. Inzwischen ist das jetzt ein bisschen schwierig, hier sich an alles zu erinnern. Aber wir schauen uns das einfach mal an und genießen hier die Aufnahmen und die Bilder, die wir hier zu sehen bekommen. Hier haben wir eine Hauptbahn, die sich jetzt hier in den hinteren Teil der Halle befindet. Ja, die Halle war gut gefüllt, muss man sagen. Da ist einiges aufgefahren worden und es ist auch viel gefahren, auch sehr viele Schnell- und Eilzüge, also war ganz schön was los hier jetzt. Wie gesagt, war gerade ein bisschen Pause, als ich hier das Arrangement abgegangen bin. Hat auch den Vorteil, dass da nicht so viele Leute im Weg stehen und wir einen freien Blick auf die Strecke haben. Das ist der größte Bahnhof des Arrangements, der Bahnhof Kiritschau, der auch schon mal zu Gast in der Epoche 2 war, der aber hier seinen Schwerpunkt in der Epoche 4 hat. Das ist auch so Sache von denjenigen, die da den Bahnhof betreiben. Das ist auch so ein bisschen... Naja. Das haben wir schon gesehen im letzten Film. Das ist also diese Industriekurve. Da haben wir ja schon ein paar Rangierfahrten gesehen im ersten Teil. Hier geht die Halbstrecke weiter. Es steht an der Kamera im Weg. Und jetzt haben wir hier die Sitzgruppe. Da müssen wir jetzt hier mal ein bisschen tauchen. Und dann ganz dringend auch den Finger vor die Kamera halten. Das ist leider was, was mir am Handy irgendwie dummerweise selbst passiert. Das war übrigens gerade die Betriebsstelle Machern, die auch bei uns immer viel unterwegs ist. Und dann sind wir hier im Schattenbahnhof Plagwitz, der auch häufig bei uns zu sehen ist, wo ja sozusagen der vordere Teil gestaltet ist, was ja bei Schattenbahnhöfen jetzt nicht unbedingt immer so zu sehen ist. Hier nochmal ein Schwenk durch die Halle und wir laufen mal die andere Strecke ab, wir sind wieder in Kiritschau. Hier geht dann, ich weiß nicht, ob es eine Nebenbahn ist oder eine eingleisige Hauptbahn, das kann ich jetzt im Nachhinein leider nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist den meisten, die jetzt den Kanal schauen, ist auch egal. Dann haben wir hier den Bahnhof Willichtal. Also auch ein typisch sächsischer Bahnhof, der war auch schon mal bei uns auf dem Treffen, also in der Epoche 2. Ist immer durch seine geschwungene Form immer schwierig einzuplanen. Dann haben wir hier wieder die Mähdrescherkurve, die haben wir auch schon gesehen. So, dann haben wir hier eine sehr umfangreiche Betriebsstelle, wo ich jetzt leider nicht mehr den Namen weiß, die also hier also intensiver Güterverkehr war, unter anderem mit diesen Kesselwagen. Da habe ich dann auch meinen Kesselzug mal hingefahren. Sehr interessant, auch viele gealterte Wagen. Das ist ja sowas, was also bei vielen Anlagen, ja hier ist ja weniger gealtert, bei vielen Anlagen mir eben auch ein bisschen auffällt, wenn ich jetzt hier irgendwo im Fremo
fast alles gealtert ist. Hier eine Idee weniger als bei uns, aber auch sehr viele und schöne Alterungen. Da hinten glänzt es auch gerade. Auch hier ist übrigens der Bahnhof Obergittersee, der auch sozusagen von der, zumindest inspiriert, ne? Also der ist, der Gleisplan ist ein bisschen anders. Obergittersee ist ja auch ein Windbergbahnhof, den werden wir bei uns aber nicht sehen, weil hier die Weichengeometrie sich nicht mit unseren Fahrzeugen verträgt. Das sind also noch so ein bisschen ältere Weichen. Hier ein schöner kleiner Bahnhof, da bin ich, also ich habe jetzt auch keinen Gleisplan hier vorliegen. Also keinen Arrangementplan. Deshalb muss ich das jetzt aus der Erinnerung, und da ist, also hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt mit meiner Erinnerung, da ist es manchmal nicht so weit her. Dann haben wir hier so ein Dreischienengleis, das ist aber nur quasi angedeutet, das ist also nicht dafür gedacht, dass man da noch eine Schmalspur dranhängt. Ja, und dann haben wir hier einen Schattenbahnhof, den ich viel, viel kleiner in Erinnerung habe. Das ist der Schattenbahnhof Darst, da ist sehr, sehr viel. Also ich kenne bloß diesen Teil hier. Und hier hört es auch schon wieder auf. Das ist also hier diese Industriegeschichte hin, die kenne ich auch nicht. Ich habe den aber wirklich, naja, ich will nicht, 20 Jahre sind es vielleicht noch nicht, aber also vor 15 Jahren habe ich den bestimmt nicht gesehen. Ja. So, mal gucken, wo wir hier sind. Hier sind wir wieder bei den Kesselwagen. Das ist also die Betriebsstelle, die ich da gerade nicht benannt habe. Hier liegt schon wieder der Regler auf der Logo-Net-Box. Das ist eine Geschichte, die, wo ich mich frage, also ich weiß nicht, wie lange der Fremo jetzt digital fährt. Das ist also immer noch nicht in den Köpfen drin, dass man das nicht macht. Also da könnte ich mich jedes Mal aufregen. Hier war ich auch zu Gast, da habe ich nichts gesagt. Hier noch ein paar Szenen aus dem Schattenbahnhof Das. Und noch ein bisschen Landschaftsgestaltung. Hier hat, sehen Sie, also kreativ Büsche gebaut. Und ich weiß nicht, ob das auch mal das war. Oder ob ich das irgendwo unterwegs gefilmt hatte. Ja, das sieht ein bisschen nach Eiltuch aus. Weiß ich nicht, kenne mich jetzt nicht so in der Epoche 4 aus. Ich habe sie zwar eigentlich erlebt, aber. Da. Ja, hier haben wir, leider war jetzt auch die Bahnhofsbeschriftung nur kurz. Also hier ist auch eine schöne Bastelei, die hier. Ja, da habe ich leider ein bisschen rumgewackelt. Ich lasse die Aufnahme mal drin, weil dann, als ich es nochmal filmen wollte, dann ist hier leider die Schranke, hat dann hier leider den, die Hufe hochgerissen oder hat nicht mehr geblinkt. Ich weiß, da war irgendwas. Ja, ja, sieht man das jetzt. Da ist jetzt quasi der Strom alle in der Schranke. Ne? Da war irgendwie ein Wackelkontakt und ja, schade. Aber was soll's, hat er bestimmt inzwischen repariert. Okay. Ja, da können wir wenigstens noch den Zug hier ein bisschen betrachten, den Güterzug, der jetzt hier die Straße überquert. Ja, auch hier ein paar teilweise schön gealterte Wagen und dann eben auch welche dabei, die hier noch frisch aus der Schachtel kommen. Ja, dann haben wir hier meinen Kesselzug, den ich dann mal fahren durfte und dann im Tanklager. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier rausgeholt oder ob ich den hingefahren habe. Ich habe den irgendwie zweimal hin und her gefahren. Und dann hier ein Kohlezug mit zwei Tiger-Trommeln vorne dran. Ich weiß nicht, ob die alle beide angetrieben waren oder ob die zweite jetzt nur ein Dummy war. Das. Aber ja, alles, was ich jetzt hier falsch erzähle, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben und dann haben wir alle was davon. Am Ende wissen wir mehr und ich habe durch die vielen Kommentare
wird dann das Video ein bisschen gepusht. Ja, hier wird dann immer so der DDR-ICE, dann kriegen dann, da rollen sich dann bei gewissen Leuten dann immer die Fußnägel auf, auch zurecht, ne, weil das Ding natürlich dann doch ein bisschen älter ist. Auch für die Kinder, die spielt der Zeit keine Rolle. Und die denken, dass der ICE, also sowieso für Ausstellung. Bei Fremo ist das ein bisschen anders. Dann haben wir hier wieder unseren Kesselzug. Der hier seinen Runden. Mehr Runden ist schon wieder falsch, ne? Also gibt es ja keinen Kreis, geht es ja von Punkt zu Punkt beim Fremo. Dann haben wir ja noch eine wunderschöne Aktion mit diesem Kran, der hier also voll funktionsfähig angeboten wird. Ich habe keine Ahnung von wem, also wie gesagt, ich bin ja in der Woche fremd. Was soll das jetzt hier? Das beim Treffen ist es also so gewesen, dass da die Zeit im Laufe des Treffens auch so ein bisschen voranschreitet. Das heißt, das Treffen begann in einem früheren Zeitraum der Epoche 4 und nach wurden dann so die Dampfloks ausgemustert, ne, und verschwanden, also zumindest die älteren Dampfloks zumindest. Und unter anderem auch diese Lok, die hier in der Halle Industriebahn unterwegs war, die hier war eigentlich von der Harzquerbahn bekannt ist, vermute ich jetzt zumindest mal, die jetzt hier verladen wird auf diesen Wagen. Normalerweise gibt es da einen speziellen Schmalspur-Transportwagen, der war hier wahrscheinlich nicht verfügbar. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit dem Profil hier ausgeht, aber das war eigentlich jetzt eher so eine Spielerei. Ne? Und auch um mal diesen Kran vorzuführen, also auch mit diesen beiden Bändern hier, das hatte schon was. Also ob der da wirklich mit zwei Bändern dran hing, das, keine Ahnung, das weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt war die Hand im Weg, da hätte man auf der anderen Seite stehen sollen. Aber ich kam hier leider ein bisschen spät und da war das, die Szene, die war dicht umlagert und jeder hat das Handy oder Fotoapparat oder irgendeine Kamera gezückt und so müsste ich dann jetzt hier mit dem Standort Vorlieb nehmen. Was natürlich den Vorteil hatte, dass der Zug dann an mir vorbeifuhr. So, abgeladen. Die Lok steht. Wahrscheinlich dezente Lademaßüberschreitung. Bänder wieder ab. Nach Ottleben. Die Hand ist wieder im Weg. Das schafft er. Obwohl, das Chemiewerk, das könnte nochmal spannend werden. So. Oh, warte mal, ich komme mal. Die Lampen flackern schön von der Kö. Ja, und dann geht's ab die Fuhre. Ins Museum oder auf den Schrottplatz. Ja. Gut, ich denke mal zu der Zeit wahrscheinlich. Wobei bei so einer Industriebahnlok, dann wird es so eher der Schrottplatz gewesen sein. Denn so viel ist ja in der DDR auch nicht aufgehoben worden. An Fahrzeugen. Also das ist das Vorbild von der Lok natürlich. Aber da war sie auch im Harz unterwegs und nicht in der Halle Industriebahn. Ja, der Kran hat auch einen eigenen Antrieb, also der hat dann auch hier noch so ein bisschen rangiert und den Zug zusammengestellt. Ja, das geht nicht. Wir haben beide keine Federpuffer. Mhm. Das dürfte eng werden. Noch wärmer ist der eng. Da gibt die Feinkupplung nach. Sollen wir dann die beiden Wagen dann noch wegschieben? So kann er natürlich hier zumindest im Modell auch zum Marschieren verwendet werden. Inwieweit das im Vorbild passiert ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. So, hier ist dann, ist er dann gedreht und jetzt auch in Marschlage versetzt. Und die Lok davor und... Dann
kann es losgehen. Ja, das ist so eine nette kleine Geschichte, die wir da noch erzählen können. Und ist auch ein bisschen mal was Außergewöhnliches. Und wir sehen auch noch ein bisschen von dem Arrangementteil, den ich mir meinen Rundgang am Anfang vergessen habe. Also die Industriebahn. Auch hier sieht man, ne, egal was wo fährt, hier werden sofort die Handys gezückt. Ich habe mir hier auch mal ein bisschen Mühe gegeben, mal ein bisschen näher an den Zug ranzugehen, also nicht so immer die Drohnensicht, was man dann meistens macht. Also ich habe auch meistens nicht so viel Zeit, ich fahre dann selber Züge und manche, die kommen dann zum Treffen und bauen dann ihr Stativ auf und filmen dann quasi nur. Also das soll das bei mir jetzt auch nicht stattfinden, deshalb ist die Qualität meistens ja jetzt auch nicht so überragend. Na ja, mal auch wieder die Drohnensicht so ein bisschen von oben aus. Kann sein, dass ich jetzt hier noch so ein bisschen abtauche, ich weiß es gar nicht. Ja, der Städteexpress. Das war in der DDR so ein bisschen das, was heute die IC-Züge sind. In einer doch, naja, doch ein bisschen anderen Farbgebung. Ne? Also das sieht doch sehr farbenfroh aus. Also für meine Modellbahnfreunde, die jetzt eher westlich leben oder südlich, ist das hier die ferne Exotik. Ja, wir sind dann schon am Ende des Videos. Ich möchte mich bei euch bedanken und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wenn es euch gefallen hat, ihr könnt da gerne da auf diesen Daumen hoch klicken und wer es nicht getan hat, könnt da gerne noch abonnieren. Das schadet, glaube ich, nicht.